Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen AutoCAD-Webinar zum Thema, ja, was ist neu in AutoCAD 2016? Die Version ist ja gerade erschienen und das ist jetzt die zweite Veranstaltung in dieser Reihe zu den Neuigkeiten in der AutoCAD 2016 Produktreihe. Wir hatten ja vor 2 Wochen uns angesehen, was es Neues in der AutoCAD LT 2016 Version gibt und jetzt geht es also um den großen Bruder quasi, um die AutoCAD 2016 Version. Alle Änderungen, die wir jetzt uns vor 2 Wochen angesehen haben oder alle Neuerungen aus der AutoCAD LT-Version sind natürlich auch in dieser Form so in der AutoCAD-Vollversion enthalten. Das heißt, wenn Sie da nochmal das nachlesen wollen, wenn Sie AutoCAD verwenden, was es da noch darüber hinaus gibt zu dem, was wir uns heute ansehen, können Sie natürlich gerne sich die Aufzeichnung ansehen. Kurz bevor wir beginnen, wie immer eine kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Holger Klöcker. Ich bin im technischen Produktsupport bei Autodesk seit nunmehr, ja, 9 Jahren und bin also zuständig für die Produkte hauptsächlich aus dem Architekturbereich, also neben AutoCAD, vor allem AutoCAD Architecture, Revit und unser Produkt Navisworks. Das heißt, wenn Sie schon mal Supportanfragen an uns gerichtet haben, dann haben wir da unter Umständen schon miteinander zu tun gehabt. Okay, bevor wir loslegen, wie immer ein paar technische Hinweise. Sie sollten also durchaus Fragen stellen. Wir werden auf Fragen natürlich einerseits am Ende der Veranstaltung eingehen. Da haben Sie dann die Möglichkeit, letztmalig Fragen zu stellen und wir werden diese dann beantworten. Fragen können Sie stellen, indem Sie diese in dem kleinen Chatfenster, was Sie angezeigt bekommen, eintippen und dann werden wir darauf eingehen. Mit mir zusammen ist hier mein Kollege Cedric Pignat, der im Hintergrund versucht schon die Fragen zu beantworten während der Präsentation und ja, da so eine kleine Chat-Moderation macht. Und letztmalig haben Sie dann, wie gesagt, die Möglichkeit, am Ende der Veranstaltung dann Fragen zu stellen, auf die wir dann auch gerne eingehen. Diese Präsentation wird aufgezeichnet, die Aufzeichnung läuft bereits und Sie haben dann, wie immer, im Anschluss die Möglichkeit, diese herunterzuladen und sich nochmal in Ruhe anzusehen. Im Anschluss bekommen Sie ja eine E-Mail mit dem Link, wo Sie dann diese Präsentation und auch die PowerPoint und die verschiedenen weiteren Dateien zum Herunterladen verfügbar finden. Der Link ist auch hier unten angegeben. Das ist unsere Box-Location, autodesk.box.com, AutoCAD IQ Deutsch. Und ja, so kurz nach dem Ende der Veranstaltung werden wir dann die Daten dort hochladen und so ungefähr heute Abend oder am späten Nachmittag werden Sie die dann da verfügbar finden. Okay, unsere Webseite lohnt sich auch immer zu besuchen. Da finden Sie ja eine Auflistung aller Produkt-Support-Webinare, also nicht nur die Webinare aus dieser deutschen AutoCAD-Reihe, sondern im Prinzip eine Auflistung von allen Webinaren, die wir anbieten. Ja, man muss sagen, dass der Großteil dieser Webinare in englischer Sprache ist, aber da finden Sie eine große Bandbreite von Produkten abgedeckt. Und ja, wenn Sie das Englische nicht abschreckt, dann sind Sie gerne eingeladen, da mal drauf zu schauen und zu sehen, was es da an Angeboten für andere Produkte oder auch noch für AutoCAD gibt. Sie können dort Feedback hinterlassen zum aktuellen Webinar oder Vorschläge zu künftigen Webinaren. Wenn Sie gerne bestimmte Themen haben möchten, die Sie abgedeckt haben wollen, dann sind wir da sehr offen für und gehen da gerne darauf ein. Und das ist hier die Möglichkeit, wo Sie das an uns übermitteln können. Entweder hier in dem Forum, was Sie auf dieser Webseite finden, oder indem Sie uns eine E-Mail schreiben, autodesk.help.webinars@autodesk.com. Und wenn Sie da in die Betreffzeile schreiben, erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ, dann ist auch sichergestellt, dass es dann an der richtigen Adresse landet. Gut, dann hier eine kurze Historie der Webinare aus der Vergangenheit, die wir bereits Ihnen angeboten haben. Das endet hier mit dem letzten Webinar von vor 2 Wochen, was ich schon erwähnt habe, Neues in AutoCAD LT 2016. Aber davor haben wir schon eine ganze Menge an Themen abgedeckt. Und das alles finden Sie, wie gesagt, in dem Download-Bereich zum Herunterladen zu Ihrer Verfügung, die PowerPoint-Dateien und auch die Aufzeichnungen von den Webinaren. Darüber hinaus haben wir einen YouTube-Channel. Unter AutoCAD Exchange erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ. Wenn Sie das in Google oder bei YouTube eingeben als Suchbegriff, dann finden Sie da diesen YouTube-Kanal, wo dann auch die Aufzeichnungen zu diesen vorhergehenden Webinaren verfügbar sind und Sie sich das in Ruhe nochmal ansehen können. Okay, das ist der Ausblick auf das Knowledge Network. Da habe ich Ihnen hier jetzt eine Reihe von
ja, Ressourcen zur Verfügung gestellt, die wir bereits für die AutoCAD 2016-Version zur Verfügung stellen und dort im Rahmen des Knowledge Networks anbieten. Das heißt, Sie finden dort schon die Hilfedatei, die ja seit einigen Versionen jetzt immer online ist, aber manche Anwender bevorzugen es, mit der Offline-Hilfe zu arbeiten. Da finden Sie dann die Dateien zum Herunterladen, die AutoCAD 2016-Vorlagedateien, die DWT-Dateien, verschiedene Sprachpakete, wenn Sie mit verschiedenen Sprachversionen arbeiten möchten in AutoCAD. Das alles finden Sie dort schon im Download-Bereich. Ja, und darüber hinaus einige Anweisungen, Hinweise zur Installation, zur Konfiguration, Aktivierung und Registrierung und so weiter. Ja, und wie immer, natürlich finden Sie auch dort die aktuellen Service Packs und Hotfixes zu AutoCAD und AutoCAD LT. Das heißt, ja, ist natürlich wie bei jeder Version so, dass wir da auch in Zukunft einen Hotfix anbieten werden oder ein Service Pack. Und das wird dann entsprechend der Ort sein, wo Sie das dann finden. Okay, dann starten wir direkt mit der Thematik, was gibt es Neues in AutoCAD 2016? Ja, bevor wir das machen, wie immer habe ich hier einmal ein paar kurze Fragen für Sie vorbereitet. Zunächst mal die Frage, ob dies Ihr erstes Autodesk Help-Webinar ist. Ja, ich sehe schon, dass wir einen großen Teil von wiederkehrenden Besuchern haben. Das freut mich natürlich, aber auch einige neue Besucher. Ja, die Gewichtung ist so ungefähr 50-50, sage ich mal, an neuen Besuchern und an wiederkehrenden Besuchern. Okay, dann ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Und ja, noch eine kleine zweite Frage, bevor wir dann tatsächlich loslegen, noch für Sie, ob Sie schon die AutoCAD oder AutoCAD LT 2016-Version installiert haben. Ja, Sie haben ja unter Umständen da im Rahmen Ihrer Subskription die Möglichkeit, diese Updates kostenlos zu bekommen, haben den Hinweis bekommen und ja, haben auch die Möglichkeit, diese Version parallel zu einer vorherigen Version, die Sie in Verwendung haben, zu installieren und da schon mal reinzuschnuppern. Ja, und auch da sehe ich so interessanterweise, dass wir so eine 50-50 Gewichtung haben. Die Hälfte von Ihnen hat es bereits installiert, die andere Hälfte noch nicht. Okay, dann vielen Dank auch dafür. Okay, das ist das Thema für heute. Was gibt es Neues in AutoCAD 2016? Es gibt also mehrere Bereiche, wo sich so die Neuerungen darauf konzentrieren. Das heißt, wir werden jetzt nicht auf jede einzelne kleine Neuigkeit eingehen, sondern wir haben das Thema so zusammengefasst in die verschiedenen großen Bereiche, wo sich jetzt die Änderungen ergeben haben. Das ist hauptsächlich ein überarbeitetes Schnittwerkzeug. Die Schnitte sind also jetzt mit einem neuen Werkzeug möglich. Die Punktwolken können besser bearbeitet werden. Das ist ja kein vollkommen neues Feature. Punktwolken waren auch schon vorher möglich in AutoCAD zu integrieren, aber die Bearbeitungsmöglichkeiten sind jetzt hier entscheidend verbessert worden. Es gibt eine ganz neue Rendering Engine. Das heißt, wenn Sie 3D-Dateien rendern, dann werden Sie feststellen, dass das ganz anders funktioniert. Und dann unterstützt das AutoCAD jetzt sogenannte Koordinationsmodelle. Das heißt, das bezieht sich im Wesentlichen auf die Integration von Navisworks-Dateien. Das ist ein ganz neues Feature, dass Sie Dateien aus Autodesk Navisworks integrieren können. Und die BIM 360-Integration ist auch vorangeschritten. Das heißt, es ist jetzt fest im Programm integriert. Das war ja vorher sozusagen ein Plugin und jetzt haben Sie hier eine feste Integration. Ja, und dann haben wir noch ein paar kleinere Neuerungen zusammengefasst unter diesem Abschnitt Sonstiges, auf die ich dann auch noch kurz eingehen werde. Okay, dann ja, gehen wir mal direkt in das Programm und starten mal mit den Schnitten. Das heißt, wenn ich das AutoCAD starte, sieht es also so aus mit diesem schönen Vorschaubild, was mich immer so ein bisschen an ein menschliches Organ erinnert. Ja, und Sie starten dann in dem Startbildschirm. Der war auch in der vorherigen Version schon so. Schön ist jetzt eine kleine Anmerkung hier, die als Benachrichtigung hier oben finden Sie also ja, Neuerungen und Hinweise und so weiter von uns und unter anderem dann auch hier ein Hinweis auf ja, Autodesk Help-Webinare, die vom Autodesk Produktsupport-Team moderiert werden. Und das ist das Webinar, an dem Sie gerade teilnehmen. Das heißt, hier haben Sie direkt den Hinweis darauf auf die Startseite. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Okay, dann habe ich hier eine Beispieldatei für Sie für
die Demonstration der Schnittfunktionalität. Ja, das ist also so eine Datei. Die sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas verwirrend aus. Das mal ausblenden. Ich werde Ihnen das mal so ein bisschen versuchen, in 3D zu zeigen. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber mit der Übertragung. Das ist also eine Datei aus einer Laserscan-Aufnahme. Das ist eine sogenannte eine Punktwolke. Und da wurde dreidimensional erfasst ja, es handelt sich hier um ein Freilichttheater. Ja, das ist in den USA, Red Rocks nennt sich das, im Staat Colorado ist das so ein großes Freilichttheater. Und ich kann Ihnen mal zeigen, hier den Bühnenbereich und habe da auch ein Bild von, wie das also tatsächlich aussieht. Das ist also hier ein Foto aus der Realität von dem Zuschauerbereich aus auf die Bühne fotografiert. Und das wurde hier so als Beispieldatei 3D-mäßig aufgenommen. Ja, und sieht dann quasi so aus. Hier ergibt sich in dem Parkplatzbereich ist so ein geplanter Anbau. Da kommen wir später nochmal zu. Ich werde jetzt erstmal hier die Punktwolke alleine isolieren. Ja, zu den Punktwolken selber kommen wir erst noch im nächsten Schritt. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was sich hier ergeben hat bei den Schnitten. Da haben wir hier das Schnittwerkzeug und wenn ich das anwähle, dann ja, können Sie im Prinzip sehen Sie über das Kontextmenü, können Sie eine Schnittebene festlegen. Und zwar das entweder mit ja, indem Sie verschiedene Punkte angeben oder indem Sie orthogonal angeben. Das heißt, Sie wählen eine der Hauptblickrichtungen oder indem Sie den Typ einstellen. Was die Typen sind, kommen wir gleich noch zu. Ich wähle mal hier der Einfachheit halber diesen Punkt orthogonal. Ja, und da beziehen Sie sich im Prinzip auf die Hauptblickrichtungen. Das heißt, Sie haben ja hier den View Cube und ja, da gibt es also die Hauptblickrichtungen vorne, hinten, oben, unten. Und wenn ich jetzt sage, ich wähle mal die Blickrichtung oben, dann wird mir also hier so ein Horizontalschnitt quasi erstellt. Ja, das heißt, das Gebäude oder diese Szenerie wird dann geschnitten. Sie sehen das hier, wenn ich mal mir das so zurechtschiebe, dass jetzt quasi der obere Teil abgeschnitten ist. Es gibt dann, wenn ich den Schnitt auswähle, so eine Kontextregisterkarte in der Multifunktionsleiste, die dann aktiviert wird. Und da habe ich dann die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zu. Das heißt, ich kann diesen Live-Schnitt, der hier im Modell dargestellt wird, ein- und ausschalten. Wenn ich das also ausschalte, dann wird das Modell wieder ganz dargestellt oder den Schnitt aktivieren, dann wird also der obere Teil entsprechend abgeschnitten. Ja, ich kann jetzt hier diese Schnittebene verschieben, kann das Ganze also mal nach oben schieben. Ja, und dann ergibt sich also da entsprechend ein anderes Bild. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen durch die Übertragung. Sie können den Schnitt drehen um 90 Grad. Ja, wenn ich also die Schnittebene hier um diese Schnittachse drehen möchte, dann ergibt sich quasi, dann ändert sich das Ganze von einem Horizontalschnitt zu so einem Vertikalschnitt. Und auch da kann ich dann entsprechend die Schnittachse hier verschieben, wo auch immer ich das haben möchte. So, dann drehe ich es nochmal wieder zurück. Jetzt bin ich quasi einmal 180 Grad. Jetzt wird der untere Teil abgeschnitten. Und so stelle ich jetzt wieder die vorherige Einstellung wieder her. Okay, was kann ich jetzt damit machen? Also, Sie können hier verschiedene Schnitttypen angeben. Das hatte ich ja schon vorher gesagt. Und zwar einerseits, indem Sie die Höhe hier entweder über die Zeichnung abgreifen oder indem Sie die Höhe des Schnittes hier einstellen über das Kontextmenü. Ja, das heißt, das sind jetzt hier, muss sagen, ich bin in einer amerikanischen Zeichnung. Das heißt, ja, ich habe es hier wahrscheinlich mit irgendwelchen Zoll- oder Inch-Einstellungen zu tun. Was ich jetzt einstellen kann, ist eine Veränderung des Schnitttypes vom Typ Ebene auf den Typ Kappen. Ja, und das bewirkt, dass ich quasi so eine Schicht quasi aus meinem Modell herausschneide. Das heißt, ich habe eine obere und eine untere Schnittebene, wo dann nur so eine Schicht daraus dargestellt wird. Und das ist hier im Falle der Punktwolke eigentlich ganz interessant, weil da kann ich dann quasi ja, mir so eine Schichtzeichnung heraussuchen und ja, so wie ein ja, horizontal
Schnitt mir das Ganze generieren. Ich kann das Ganze noch dünner machen. Ich kann jetzt sagen, ich möchte beispielsweise nur 10 Einheiten dargestellt haben. Ja, und dann sehen Sie, ich hoffe, dass Sie es sehen, habe ich hier also so Grundrissebenen, die ich dann weiterverwenden kann, um diese dann entsprechend abzuzeichnen und aus meiner Punktwolke heraus dann ja, entsprechend da Zeichnungsobjekte zu entwickeln. Ja, das war im Prinzip das Wesentliche zum Schnittwerkzeug. Sie haben hier noch andere Schnittwerkzeuge, Umgrenzung oder Volumen. Das heißt, Sie können dreidimensionale wie so ja, Boxen aus Ihrem Modell schneiden und die da so einen dreidimensionalen Ausschnitt herausschneiden. Ja, das Wesentliche ist halt, dass das Schnittwerkzeug wesentlich intuitiver zu bedienen ist, als es vorher der Fall war. Gut, dann würde ich das jetzt nochmal löschen. Schauen wir uns an die Punktwolken. Und zwar habe ich da ja, die gleiche Datei nochmal. Das war ja eine Punktwolke. Und würde da jetzt auch nochmal wieder die Punktwolke selber isolieren. Wenn ich so eine Punktwolke, das ist ja kein wirklich vollkommen neues Werkzeug. Sie hatten ja vorher auch schon in AutoCAD die Möglichkeit, Punktwolken zu integrieren aus dem Produkt Recap. Was jetzt neu ist, sind eigentlich die Bearbeitungsmöglichkeiten, die Sie für die Punktwolke haben. Ja, das heißt, das werde ich Ihnen jetzt im Nachhinein so mal weiter zeigen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich die Punktwolke ausgewählt habe, das ist also eine Ansammlung von mehreren tausend oder vielleicht sogar Millionen Punkten, die insgesamt so dieses 3D-Modell ergeben. Ja, und um das Ganze so ein bisschen anschaulicher zu machen, kann ich zum Beispiel die Punktgröße verändern. Ich kann also hier einstellen, okay, ich möchte eine Punktgröße von 2 eingestellt haben. Dann wird das Ganze vielleicht auch in der Übertragung ein bisschen besser, weil dann diese Flächen durchgängiger als durchgehende Flächen erscheinen. Ich würde jetzt mal hier die Punktwolke isolieren, indem ich hier dieses AutoCAD-Objekt herausnehme. Ja, und dann sehen Sie, wie das also aussieht. Gut, wenn ich jetzt hier nochmal mir einen Schnitt lege, kann ich Ihnen mal zeigen, ja, wie sich diese Verbesserungen bei der Punktwolke auswirken. Und zwar gibt es einen neuen Objektfang, das ist der 3D-Objektfang. Der ist jetzt hier noch nicht verfügbar, doch da ist er. Wenn Sie den noch nicht sehen, ich habe den vorhin schon eingeschaltet, der ist vorgabemäßig ausgeschaltet, können Sie den Schalter für den 3D-Objektfang hier über ja, dieses Auswahlfeld einstellen, was angezeigt werden soll oder nicht. Und der 3D-Objektfang kann also hier aktiviert werden oder deaktiviert werden. Ich lasse den jetzt erst nochmal ausgeschaltet. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, wenn ich jetzt hingehe und ja, hier zum Beispiel einen Kreis zeichne, ja, dann sehen Sie, wenn ich mit dem Mauscursor über mein Modell fahre, dass mir bestimmte Flächen schon gefangen werden. Das heißt, AutoCAD erkennt, aha, da sind zusammenhängende Flächen in meiner Punktwolke und die kann ich jetzt verwenden, um da Elemente drauf zu zeichnen. Ja, und das ist eine große Neuerung. Voraussetzung dafür ist, dass die dynamische Eingabe aktiviert ist. Ja, das ist also hier dieser Dyn-Mode hier unten. Und wenn ich dann hier mein Modell so überfahre quasi, dann kann ich mir bestimmte Flächen fangen, auf denen ich dann Elemente zeichnen kann und ja, dann im dreidimensionalen Raum dann weiterarbeiten kann. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier auf dieser Fläche bin, dann kann ich hier diesen Kreis entsprechend aufziehen. Ja, und ich hoffe, das sieht man jetzt, wenn ich den hervorhebe. Da, ich kann hier mal extrudieren. So, dann sehen Sie, dass ich hier also dieses Objekt auf der Wand quasi gezeichnet habe. Ich mache das Ganze nochmal bei der anderen Wand. Hier, wenn ich hier nochmal so einen Kreis zeichne, den sieht man wahrscheinlich relativ schlecht. Deswegen
würde ich den extrudieren. Ja, und kann dann hier die Extrusionshöhe angeben und dann sehen Sie, dass sich das Objekt wirklich auf der Wand befindet, die ich zuvor gefangen habe aus meiner Punktwolke heraus. Okay, das ist also eine Neuerung, dass halt diese Flächen automatisch gefangen werden. Das kann ich jetzt zum Beispiel auch verwenden, um mir einen Schnitt zu legen. Ja, wenn ich jetzt hingehe und mal so ein bisschen mir das zurechtschniebe, ich wähle nochmal das Schnittwerkzeug und würde jetzt einen Schnitt legen auf einer Fläche. Also ich erfasse eine Fläche, zum Beispiel die Vorderseite von diesem Dach hier, ja, was mir hier gefangen wird. Das heißt, ich möchte parallel dazu oder genau in dieser Ebene einen Schnitt legen, so um dann da entsprechend die Konturen mir herauszuziehen. Ja, das heißt, der Schnitt wurde jetzt hier erstellt und Sie sehen, dass die ganze Szenerie oder das ganze Gebäude wird genau dann an der Vorderseite von diesem Dach quasi geschnitten. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel auch, wie ich das vorhin gemacht habe bei dem Grundriss, die Konturkanten extrahieren. Ja, das heißt, ich würde jetzt einen Schnitt nochmal auswählen und sage, ich habe also jede Möglichkeit, Schnittlinien zu extrahieren. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, die Punktwolke sind bisher nur eine Ansammlung von Punkten, aber ich möchte unter Umständen das jetzt verwenden als Basis, um daraus einen Schnitt zu erstellen. Einen wirklichen, tatsächlichen Schnitt mit AutoCAD-Linien. Ich würde also hier das Werkzeug Schnittlinien extrahieren wählen, wähle dann die Punktwolke aus, ja, und habe dann hier verschiedene Einstellmöglichkeiten, auf welchem Layer diese Linien liegen sollen, was für Linien es sein sollen. Die maximale Anzahl der zu verarbeitenden Punkte, das ist jetzt hier relativ gering eingestellt. Ich würde das jetzt einfach aus Zeitgründen so lassen, vielleicht noch ein bisschen höher stellen. Ja, aber Sie werden feststellen, dass es schon, ja, wenn Sie höher gehen, wird natürlich das Ergebnis präziser, aber es dauert auch entsprechend länger und würde hier den Rahmen sprengen. Ja, hier stelle ich mal eine minimale Linienlänge von 2 ein und ja, lasse das erstmal so und schau mal, wie es dann aussieht. Das heißt, entlang dieser Schnittebene werden mir jetzt diese Linien berechnet, die dann halt entsprechend ja, tatsächliche AutoCAD-Elemente sind und die kann ich dann als Basis nehmen, um tatsächlich mir da einen Schnitt zu zeichnen. So, jetzt sehen Sie, wenn ich hier mal in das orthogonale Modell gehe, zuvor isoliere ich mal die Punktwolke und blende diese aus. Ja, dann sehen Sie, ich hoffe, Sie sehen es, dass hier ja, sich so eine Schnittkontur ergeben hat. Wie gesagt, das ist jetzt in der Kürze der Zeit vielleicht noch nicht so ein ganz berauschendes Ergebnis, aber wenn Sie da ein bisschen mehr Zeit investieren und die Berechnung ein bisschen länger durchlaufen lassen, dann kriegen Sie da schon ein genaueres Ergebnis hin. Ja, das ist, ist also der Punkt Extrahieren der Schnittlinien, was da möglich ist. Okay, dann gehen wir nochmal wieder zurück, heben die Isolierung auf. Ja, und da ist also wieder mein 3D-Modell. So, ich würde nochmal diesen neuen Teil hier ausblenden. Jetzt fragen Sie sich, okay, wenn ich dann sowas plane hier, ja, hier ist also offenbar so eine Erweiterung geplant für diesen, ja, diesen Theaterkomplex mit irgendwelchen Nebenräumen und so weiter, dass sich so dynamisch in diese Rundung einfügt. Wie mache ich das denn? Wie fange ich denn da diese Flächen oder wie würde ich da diese Flächen abgreifen? Denn ja, Sie wissen ja, diese Punktwolke sind halt zunächst mal einfach nur Punkte. Da kann ich also mich nicht dann oder schwer dran orientieren. Und das ist das, was AutoCAD 2016 jetzt bietet. Wenn ich hier nochmal meine Punktwolke entsprechend isoliere und das Element also entsprechend ausblende, dann zeige ich Ihnen, was Sie da für Möglichkeiten haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Kante hier fangen möchte oder hier eine Linie abgreifen möchte auf dieser Eckkante von diesem Gebäude, dann kommt da jetzt
diese neuen 3D-Fangpunkte ins Spiel, die ich Ihnen vorher angesprochen habe. Wenn ich also hier das Linienobjekt wähle, dann sehen Sie hier unten haben Sie verschiedene neue 3D-Fangpunkte. Punkt der Punktwolke, nächste Ebene der Punktwolke, lotrecht zur Punktwolke, Schnittpunkte, Punktwolke und so weiter. Ja, und da würde ich jetzt mal wählen, nächstliegend zur Kante der Punktwolke. Das ist also hier eingestellt. Ja, und wenn ich dann über mein Modell fahre, dann ja, hoffe ich, dass Sie es sehen. Es ist wahrscheinlich durch die Übertragung relativ schwer. Kann ich halt diesen Objektfang mir einstellen und diese Linie entsprechend zeichnen. So. So, jetzt sehen Sie hier hoffentlich, ja, dass diese Linie hier quasi auf dieser Ecke des Gebäudes liegt. Es gibt noch weitere Punkte, die ich mir da fangen kann, wenn ich jetzt mal hier in diesem Bereich hier gehe, zum Beispiel, wo so mehrere Flächen aufeinander stoßen. Ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Eckpunkt hier haben von dieser Toreinfahrt. Kann ich das machen mit diesem 3D-Objektfang Ecke der Punktwolke? Ja, das ist also dieser Punkt hier und da wird dann quasi mir die Punkte gefangen, wo mehrere von diesen Flächen aufeinander stoßen. Ja, nochmal, Ecke der Punktwolke. Auch hier unten ist es also so, dass da mehrere von diesen Flächen aufeinander stoßen und diesen Punkt kann ich mir also fangen und dann ja, diese Linie, die Sie hoffentlich sehen, ja, jetzt sieht man sie ganz gut, genau an dieser Ecke von diesem Gebäude platzieren. So, was kann ich jetzt damit machen? Ich habe jetzt diese Linie hier gezeichnet. Die kann ich jetzt verwenden, um daraus diese Fläche zu erstellen, die sich hier so entlang dieser Wand schmiegt. Und dafür brauche ich zunächst eine Mittelachse, einen Mittelpunkt. Ja, Sie sehen ja hier, das ist quasi ein großer Zylinder, der sich hier ergibt. Wo ist davon der Mittelpunkt? Auch dafür gibt es einen 3D-Objektfang. Das heißt, ich wähle die Linie aus und wähle dann den 3D-Objektfang aus, möglichst nah zur Mittellinie des Zylinders auf Punktwolke. Ja, hört sich relativ wild an. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Wenn ich also so auf eine gebogene Fläche gehe, wie hier, dann wird mir also da dieser Mittelpunkt von dieser, ich hoffe, Sie sehen es, es ist so leicht bläulich hinterlegt, dieser Gesamtzylinder, der da gefangen wird. Das heißt, da ist quasi meine Mittelachse von diesem großen Zylinder. Ja, und da zeige ich Ihnen einfach eine Linie, die einfach in Z-Richtung nach oben geht und das ist quasi jetzt meine Mittelachse für diese Drehung. Das heißt, ich würde diese Linie auswählen, wähle dann eine Flächenrotation, um daraus dann ja, anhand dieser Mittelachse, die ich hier erstellt habe, mir diese hintere Wand zu erstellen. Ja, dann sehen Sie, okay, ergibt sich das so. Das Ganze kann ich umkehren ja, und dann sehen Sie, ja, das bewegt sich also hier in der Wand quasi, etwas leicht versetzt dahinter, aber Sie sehen es an dieser Überlagerung hier, dass quasi diese Fläche sich quasi fast mit der Wand bewegt. Und das ist dann im Prinzip die, ja, die Ausgangswand für meine Konstruktion, für den Anbau. Okay, das waren im Prinzip die Neuerungen zu der Punktwolke. Ich hoffe, es ist einigermaßen deutlich geworden. Dann schauen wir uns an, was wir weiterhin haben. Ein großer Punkt, der überarbeitet worden ist, ist das Rendering. Ja, ich schließe das Ganze mal, habe hier eine sehr schöne Datei, an der das deutlich wird.
Ja, das heißt, es gibt in AutoCAD 2016 einen neuen Rendering-Engine, der in erster Linie bewirkt, dass das Rendern wesentlich einfacher ist. Sie haben viel einfachere Einstellmöglichkeiten, als das zuvor der Fall war. Das ist viel reduzierter und Sie werden feststellen, dass das Ergebnis, ja, dass Sie wesentlich, dass das, der ganze Render-Vorgang ist schneller und das Ergebnis ist auch ja, besser, würde ich sagen. Wir schauen uns das mal an. Ich habe also hier so eine schöne Beispieldatei. Im Wesentlichen findet das Rendern statt in AutoCAD 2016 über diese Vorgabeeinstellungen. Das heißt, ich würde das aufrufen hier über diesen Render-Tab in der Multifunktionsleiste. Und da gibt es nach wie vor diese verschiedenen Vorgabeeinstellungen, in welcher Qualität ich rendern möchte, hoch, mittel oder niedrig. Das ist genauso wie vorher. Was ich jetzt aber zusätzlich habe, sind ja, so weitere Einstufungen wie zum Beispiel diese Coffee Break Quality, ja, oder Nachtqualität oder Mittagsqualität. Da wird einfach gesagt, ich habe nur eine gewisse Zeit zur Verfügung und möchte die verwenden, um das Render-Ergebnis zu erstellen. Ja, es ist ja oftmals so, dass Sie an Deadlines arbeiten, Sie haben Projektabgaben und so weiter. Sie wissen, am nächsten Morgen muss das Ganze fertig sein. Und wenn dann ja, der Rechner die Nacht überläuft, dann stellen Sie am nächsten Morgen fest, okay, es ist nur die Hälfte davon gerendert worden, weil ich viel zu komplizierte Einstellungen genommen habe. Das umgehen Sie damit und sagen, okay, ich habe 12 Stunden Zeit für diese Nachtqualität zum Beispiel, gib mir einfach das beste Ergebnis, was in der Zeit möglich ist. Ja, oder Coffee Break Quality, also Kaffeepausenqualität, heißt einfach innerhalb von 10 Minuten, mach mir dafür das Ergebnis, was einfach das beste Ergebnis innerhalb von 10 Minuten ist. Und ja, wie das aussieht, zeige ich Ihnen gleich. Ich kann auch hier die Render-Voreinstellungen selber einstellen. Das heißt, wenn ich hier in die Voreinstellungen gebe, kann ich mir eigene Voreinstellungen nehmen. Wenn ich hier zum Beispiel so was einstelle, Demo, und dann auch sagen, bis es zufriedenstellend ist, die Render-Dauer. Das heißt, ich gehe nicht nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Anzahl von Durchläufen, sondern er soll einfach unendlich rendern, bis ich es manuell abbreche. Ja, das heißt, es gibt einfach immer wieder einen Durchlauf, wo es immer wieder verbessert wird und erst wenn ich wirklich zufrieden bin mit dem Ergebnis, dann würde ich es manuell abbrechen und dann habe ich damit quasi mein Renderergebnis. Ja, das ist also hier das, was ich jetzt erstellt habe. Das ist also meine Demo-Einstellung. Okay, schauen wir mal an, wie das Ganze aussieht, wenn ich jetzt einfach mal hier hingehe und diese Szenerie mal render. Ja, dann sehen Sie, zack, habe ich hier schon das Ergebnis. Und Sie sehen, das ist jetzt das Ergebnis, ja, während noch gerendert wird. Ich habe also hier noch die weiteren Durchläufe. Das ist jetzt genau der Durchlauf, dass ich es abbrechen kann, bis ich quasi zufrieden bin. Und ja, das sieht aber schon sehr gut aus. Und ich sage, okay, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, Sie sehen also hier die Reflexionen und Sie werden auch feststellen, ich habe jetzt hier keinen superschnellen Rechner. Das Rendern insgesamt ist schon wesentlich schneller geworden. Die Performance ist wesentlich besser als in vorherigen Versionen. Dann kann ich mir ansehen, was Sie an Einstellmöglichkeiten haben für die Umgebung oder für die Belichtung. Ja, Sie sehen ja hier so eine Szenerie mit so einem Schlossplatz und das ist eine der 3D-Hintergründe, die wir mitliefern. Ja, das ist also hier so ein Platz und Sie sehen auch, das ist ein 3D-Hintergrund. Wenn ich das Ganze nochmal drehe, wenn ich mir das Auto mal von der anderen Seite ansehe und das Ganze nochmal render, dann zack, sehen Sie, habe ich hier eine andere Seite dieses Platzes. Ja, und Sie sehen auch, dass sich hier in dem Metall von diesem Auto der Platz spiegelt. Ja, das heißt, Sie haben wirklich eine realistische 3D-Szenerie, die da hinter Ihrem Modell dahinter liegt. Und das Ganze kann ich steuern über diese Einstellmöglichkeiten für Renderumgebung und Belichtung. Wenn ich da mal reingehe, dann kann ich also hier die Umgebung ein- und ausschalten. Und hier also ja, das sind so diese sogenannten IBL-Bilder, die wir mitliefern, diese 3D-Umgebungen, wo Sie halt je nach Ansichtspunkt dann dynamisch eine Veränderung haben des Hintergrundes. Die Drehung des Hintergrundbildes kann ich dann auch einstellen. Ich kann natürlich auch einen benutzerdefinierten eigenen Hintergrund einstellen, ein Foto oder was auch immer, was ich aufgenommen habe. Aber da muss man sagen, das ist dann ein 2D-statischer Hintergrund. Da habe ich also nicht diese schöne 3D-Funktionalität.
Die Belichtung kann ich hierüber ändern und den Weißabgleich. Ja, wenn Sie also gesehen haben, okay, das ist jetzt vielleicht, ups, ja, es ist eigentlich von der Belichtung her schon ganz gut. Wenn ich es noch ein bisschen heller haben möchte, kann ich das hier einstellen, einfach indem ich diesen Belichtungsschalter etwas hin und her drehe. Das muss gar nicht so viel sein. Also wenn ich es leicht höher mache, dann hat das schon durchaus Auswirkungen. Dann sehen Sie, dann scheint hier schon wunderbar die Sonne. Ja, und das sind eigentlich die wesentlichen Einstellmöglichkeiten. Sie sehen also, das Ganze ist sehr reduziert und sehr einfach gehalten und ja, diese komplexen Einstellungen, die Sie da vorher hatten, ist also jetzt viel, viel reduzierter. Das ist eigentlich das, was schön ist dabei. Hier im Renderfenster habe ich dann nach wie vor Zugriff auf meine vorherigen Renderergebnisse und ja, kann das Ganze natürlich auch dann als Pixeldatei exportieren. Okay, ja, das ist im Prinzip das, was sich beim Rendern ergeben hat, also hauptsächlich die zeitbasierte Render-Einstellmöglichkeit und ja, die wesentlich einfacheren Möglichkeiten und das qualitativ sehr hochwertige Ergebnis. Okay, dann schauen wir uns an die sogenannten Koordinationsmodelle. Was verbirgt sich dahinter? Da würde ich Ihnen zunächst zeigen den Navisworks Support. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, in AutoCAD direkt Navisworks-Dateien zu öffnen. Navisworks ist ja ein weiteres Autodesk-Produkt, was sich auszeichnet dadurch, dass es sehr offen ist zu anderen Dateiformaten. Es ist so ein Revisionswerkzeug, womit Sie halt verschiedene Dateien öffnen können, dann eine Objektbegehung machen können, Kollisionskontrolle und so weiter. Und Sie haben jetzt in 2016, in AutoCAD 2016, die Möglichkeit, Navisworks-Dateien direkt einzubinden. Das funktioniert eigentlich genauso, wie Sie das unter Umständen vorher kennen über ein XREF. Ja, und Sie haben auch da genau die gleiche Funktionalität wie bei den XREFs. Kann ich jetzt halt Navisworks-Dateien einlesen. Ich gehe also hier hin, sag mal, habe jetzt hier so, naja, das machen wir vielleicht erst nochmal aus. Ist das nicht ganz so verwirrend. Ne? Ich kann also eine Navisworks-Datei einbinden, genauso wie ein XREF. Das heißt, entweder gehe ich hier über Einfügen, Anhängen und habe dann hier neben den DWG, DGN und PDF-Dateien und so weiter Zugriff auf meine Navisworks-Dateien oder ich gehe über den XREF-Manager. Ja, kann also hier den Typ umstellen von DWG auf diese sogenannten Koordinationsmodelle. Und das bezeichnet im Prinzip die Navisworks-Dateien. Unterstützt werden Dateien aus Navisworks im NWD- und NWC-Format. Ja, das einfach nur als Hintergrund. Das NWD-Dateiformat ist eigentlich das Gesamtmodell, während das NWC ja so das einzelne Submodell quasi darstellt, sage ich mal. Ja, und dann wähle ich einfach die Datei aus, gehe also hier auf Öffnen und bekomme dann so einen Dialog, der sehr ähnlich ist wie bei den XREF-Dateien. Ja, das heißt, ich kann einen Einfügepunkt und so weiter festlegen. Dann gibt es ja die Besonderheit, dass eine Navisworks-Datei unter Umständen basiert auf einer AutoCAD-Datei. Ja, Sie können da in Navisworks AutoCAD-Dateien einlesen und daraus eine Navisworks-Datei machen, die dann referenziert ist. Und wenn Sie dann diese Navisworks-Datei wiederum in AutoCAD einlesen, könnte es ja dazu kommen, dass ja, sich sozusagen so eine zirkuläre Referenz ergibt. Dass das gleiche Modell, was Sie schon in der Navisworks-Datei haben, was Sie schon in der AutoCAD-Datei haben, einfach als Navisworks-Datei nochmal angehangen wird. Und das wird vermieden, indem Sie hier diesen Schalter deaktivieren, der besagt aktuelle Zeichnungsgeometrie in Modell anzeigen. Das heißt, dass das aktuelle Modell, was Sie momentan in AutoCAD geöffnet haben, nicht nochmal reingeholt wird und Sie das dann quasi doppelt haben. Wenn Sie das möchten, explizit, dann können Sie diesen Haken setzen. Gut, dann würde ich das importieren und habe dann hier ja, so ein Modell aus Navisworks. Das ist also eine
eine NBD-Datei. Kann ich genauso eigentlich handhaben wie ein XREF. Wenn ich das anwähle, habe ich also hier diese Kontextregisterkarte und kann darüber zum Beispiel die Darstellung etwas einstellen. Ich kann das etwas abdimmen, wenn ich das ja, in Bezug auf mein sonstiges Modell quasi ja, etwas in den Hintergrund setzen möchte. Ja, dann kann ich hier nochmal mein das liegt jetzt dahinter. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was hier bei den sich bei Navisworks ergibt. Ja, das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Navisworks-Dateien einzubinden. Der große Vorteil dabei ist eigentlich, dass Sie von dieser Varianz oder von dieser Offenheit von Navisworks gegenüber verschiedenen Dateiformaten in AutoCAD profitieren. Ja, das heißt, Navisworks kann eine sehr, sehr große Bandbreite von Dateien einlesen und dadurch, dass Sie Navisworks-Dateien hier jetzt einlesen können, profitieren Sie eigentlich als AutoCAD-Anwender davon. Das heißt, Sie können in Navisworks Dateien aus Revit, aus Inventor, aus CATIA, SolidWorks und so weiter, also wirklich eine große Vielzahl von Dateien öffnen und daraus ein Modell zusammenstellen. Und diese Dateien können Sie dann auch als Navisworks quasi in AutoCAD darstellen. Das heißt, wenn Sie so wollen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, in AutoCAD Revit-Dateien, Inventor-Dateien, CATIA, SolidWorks und noch eine ganze Latte von anderen Dateien zu öffnen, über diesen Weg, in dem Sie über Navisworks gehen. Gut, das ist die Neuerung in Bezug auf den Navisworks-Support. Dann schauen wir uns kurz an, BIM 360. Was hat sich da getan? Sie haben die Möglichkeit, BIM 360 ist fest integriert in das Produkt, hier als BIM 360 Karteireiter. Das ist ja unser Cloud-Speicher, wo Sie Modelle hochladen können und die dann auch entsprechend referenzieren können. Das heißt, wenn ich hier nein, nicht speichern. Ja, kann ich dann quasi aus AutoCAD heraus auf BIM 360 zugreifen und Modelle anhängen, die da dargestellt sind oder da abgelegt sind aus anderen Produkten. Ja, auch da haben Sie ja viele Produkte von Autodesk sind da mittlerweile an BIM 360 angebunden. Ja, AutoCAD Architect zum Beispiel, Revit und so weiter. Und Modelle, die Sie da hochladen, können Sie dann halt über dieses BIM 360 Plugin hier entsprechend herunterladen. Wenn ich also auf Attach gehe, dann greife ich auf mein BIM 360 Konto zu. Ich muss also zunächst ein Konto hinterlegen. Es müssen natürlich Projekte da sein. Und ja, das ist also hier das Projekt, was jetzt zum Beispiel da verfügbar ist. So ein Beispielprojekt. Das kann ich also anwählen. Ich habe dann den Zugriff auf das Gesamtmodell, das zusammengefügte Modell oder auf einzelne Submodelle. Ja, ich nehme also hier mal das Architekturmodell von dieser Beispieldatei und lade mir das entsprechend herunter. Und genauso wie bei einem XREF auch, würde ich dann halt den Einfügepunkt, den Skalierungsfaktor und den Drehwinkel angeben und dann wird mir das Modell entsprechend platziert. Ja, und das ist jetzt quasi abgebildet aus der Cloud heraus, aus BIM 360, habe ich jetzt die Möglichkeit, hier Modelle mehr zu hinterlegen. Ja, ein Fachplaner könnte halt damit arbeiten, wenn der Architekt das Architekturmodell hochlädt und das entsprechend runter dahinter gelegt wird, kann jetzt hier hingegangen werden und da eine entsprechende Fachplanung, Rohrleitungsplanung oder was auch immer durchgeführt werden. Und das Modell ist immer auf dem aktuellsten Stand, wenn das entsprechend über BIM 360 gepflegt wird. Genauso kann ich halt eigene Modelle hochladen, indem ich hier Glue sage, also über BIM 360 Glue das Ganze hochlade und eigene 3D-Modelle, die ich quasi auf meinem Rechner habe, dann auf mein Projekt hochlade und dann wiederum mit anderen kombinieren. Ja, das ist hier die Möglichkeit, das entsprechend hochzuladen. Man muss sagen, dass es momentan, wenn Sie das jetzt, wenn Sie direkt im Anschluss da hingehen und das versuchen auszuprobieren, könnten Sie Fehler bekommen, weil ja, wir zugegebenermaßen noch ein kleines Problem haben mit den lokalisierten Versionen von AutoCAD.
Ja, das heißt, dass diese Funktionalität wird in der deutschen, englischen, deutschen, italienischen, französischen Version und so weiter noch nicht vollkommen funktionieren, aber das ist bereits gemeldet und wir werden in Kürze dazu ja, eine Lösung veröffentlichen. Nur, dass Sie ja, da nicht dran verzweifeln, wenn Sie das direkt im Anschluss dann ausprobieren. Okay, das ist im Prinzip der BIM 360 Support, der ja, denke ich mal auch relativ intuitiv ist. Dann schauen wir uns noch an, ja, ein paar Kleinigkeiten. Was hat sich sonst noch ergeben? Es gibt eine verbesserte Grafik. Da haben wir so eine Beispieldatei hier. Ich hoffe, dass es über die Übertragung ordentlich rüberkommt. Und zwar ergibt sich das vor allem, wenn Sie so gerundete Geometrien sich anschauen, und zwar im Zusammenhang mit der Hardwarebeschleunigung. Das heißt, wenn ich hier die Hardwarebeschleunigung mal aufrufe und dann haben Sie hier einen neuen Punkt, Geometrie hoher Qualität für Geräte, die dies unterstützen. Das heißt, das ist hier aktiviert. Wenn ich das mal deaktiviere, dann hoffe ich, sehen Sie das, wenn Sie sich mal genau diese Rundungen hier jetzt ansehen. Ich sage dann okay. Ja, dann sehen Sie, wenn es deaktiviert ist, das ist quasi der Zustand, wie es vorher war. Es ist so ein bisschen, naja, eben nicht ganz rund. Ja, also man sieht es jetzt vielleicht deutlicher. Der Kreis, die kreisförmigen Objekte hier sind ja einfach nicht so ganz knackig dargestellt. Wenn ich das Ganze wieder einschalte, diese neue Funktionalität in der Grafikleistung, zack, dann sehen Sie, aha, es ist wirklich schön knackig, scharf und rund dargestellt. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen abhängig davon, was Sie für eine Grafikkarte verwenden, aber ja, wenn Sie da eine Nvidia-Grafikkarte neueren Datums verwenden, dann sind Sie da eigentlich da ziemlich auf der sicheren Seite. Dazu kommt, dass ja, keine Regenerierung mehr bei Zoom-Operationen notwendig ist. Das heißt, Sie werden feststellen, dass Sie sich schneller in Ihrem Modell bewegen können. Gerade wenn Sie ein komplexes Modell haben, sind eigentlich die Notwendigkeiten für solche Regenerierungsoperationen reduziert worden. Das passiert nicht mehr so häufig. Und ja, wie gesagt, die Grafik ist halt etwas knackiger. So, darüber hinaus gibt es einen Punkt bei der Sicherheit. Ja, das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, Anwendungen zu laden. Ja, ich habe hier den Punkt Anwendung laden. Das heißt, ich kann irgendwelche LSP-Dateien, List-Dateien oder was auch immer mir dazu laden. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit oder beziehungsweise die Notwendigkeit in AutoCAD 2016 diese digital zu signieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine List-Datei habe, die ich vielleicht mal selber geschrieben habe und lade die dazu, dann na, ich auch sagen, laden, dann bekomme ich so eine Meldung, dass es sich dabei um eine nicht signierte, ausführbare Datei handelt, die außerhalb der vertrauenswürdigen Speicherordner gefunden wurde. Was möchten Sie tun? Ja, dann kann ich sagen, ich möchte die laden, aber ich habe einfach diesen Hinweis, dass da jetzt irgendwas passiert im Hintergrund, was unter Umständen ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Das lade ich also, habe jetzt diese List-Datei geladen und kann die also ausführen. Ja, wähle dann hier das entsprechend aus. Ja, es gibt auch dann hinterher werden wir Möglichkeiten schaffen, wie Sie, wenn Sie selber solche List-Dateien erstellen, diese digital signieren können oder digital signieren lassen können. Dafür gibt es aber dann Veröffentlichungen auf unserer Webseite. Jetzt sehen Sie, das ist ein kleiner Punkt noch, auf den ich noch zu sprechen komme. Das hatten wir schon bei AutoCAD LT, das ist ebenfalls bei AutoCAD LT drin, aber ich finde das Feature eigentlich sehr, sehr nett, deswegen möchte ich das nochmal erwähnen. Sie haben jetzt hier eine List-Datei ausgewählt und wenn ich hier jetzt hingehe und in meiner Datei weiterarbeite, dann ja, möchte ich unter Umständen dieses Element hier löschen, wähle das also aus, gehe dann auf Löschen und da passiert nichts. Und ja, möchte das irgendwie löschen, da passiert auch nichts. Dann stellen Sie fest, wenn Sie die Datei öffnen, der Dialog ist nicht da und irgendwie verhält sich diese Datei jetzt merkwürdig. Ja, und das wird überwacht durch diesen Systemvariablen-Monitor. Ja, das heißt, da läuft im Hintergrund einfach so ein Protokoll mit Standard-Systemvariablen, die ja, unter Umständen
häufig mal verursachen, dass man so ein bisschen frustriert ist, weil irgendwas nicht funktioniert. Und diese Listdatei, die ich gerade geladen habe, hat also ein paar Systemvariablen in Hintergrund umgestellt, was in dem Fall jetzt ungewünscht war und was zu einem Fehlverhalten führt. Und das wird mir hier entsprechend markiert. Man kann diese Liste auch selber erweitern und eigene Systemvariablen zur Überwachung quasi hinzufügen. Und wenn ich hier jetzt sage, ich möchte das entsprechend zurücksetzen auf den Standardwert, also FileDir war jetzt verantwortlich dafür, dass das Dialogfeld nicht angezeigt wurde, PickFirst war verantwortlich dafür, dass ich das Objekt nicht löschen könnte, und sage dann okay, dann ist auch alles wieder gut. Das Dialogfeld wird angezeigt und ich kann das Element auf meine gewohnte Art und Weise löschen. Gut, das war es im Prinzip zu den hauptsächlichen Neuerungen. Ja, wie gesagt, es gibt noch vieles weiteres, viele kleinere Neuigkeiten, neue Systemvariablen und so weiter, die sich da ergeben haben, die, ja, auf die wir jetzt nicht alle im Einzelnen eingehen. Das war jetzt so die wesentlichen Neuerungen einfach komprimiert zusammengefasst und ja, ich hoffe, Sie fanden das hilfreich. Ich habe hier in der PowerPoint-Datei noch etwas für Sie zusammengestellt, weitere Quellen, auf die Sie gerne zugreifen könnten. Das heißt, eine Gegenüberstellung von der AutoCAD gegen AutoCAD LT-Funktionalität, neue Befehle und Systemvariablen in der 2016-Version, dann weitere Inhalte wie verschiedene Blogs, die wir anbieten, die immer sehr interessant sind, wenn Sie da ein bisschen in die Materie einsteigen wollen. Ja, und dann war es das eigentlich schon für heute? Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ich schaue mal, ja, was hier noch an Fragen offen ist. Ja, es ist schon einiges beantwortet worden von meinem Kollegen. Ist das DWG-Modell in eine 3D-DWG oder DXF umwandelbar? Ja, da muss man sagen, nein. Ja, es gibt ja, Sie haben schon recht, also die Funktionalität ist ja bei den XRefs so, dass Sie das Modell ja binden können und dann das Ganze als DWG abspeichern können. Das geht bei den Navisworks-Dateien, bei den NWC oder NWD-Dateien nicht. Das heißt, das ist einfach nur eine Referenzierung, die dahinter liegt, aber Sie können das Ganze nicht ja, in AutoCAD-Geometrie umwandeln. Ja, das ist einfach, das NWD oder NWC ist einfach immer ein Ausgabeformat, eigentlich genauso wie ein PDF zum Beispiel, einfach nur im dreidimensionalen Bereich. Dann die Fragen wurden beantwortet. Ja, es gibt offenbar eine Frage, wenn Sie, ob Sie verschiedene Versionen gleichzeitig von AutoCAD LT auf Ihrem Rechner installiert haben dürfen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt AutoCAD LT 2015 haben, ob Sie noch gleichzeitig weiter 2013 und 2014 verwenden können und dürfen. Da muss man sagen, ja, wenn Sie Subskription haben, Autodeskription, dann ist es möglich oder dann dürfen Sie explizit die aktuelle Version und die letzten drei Vorgängerversionen verwenden. Das heißt, wenn Sie jetzt die 2016-Version unter Subskription haben, dann dürfen Sie auch die letzten drei Vorgängerversionen, also 2015, 2014 und 2013, auf Ihrem Rechner haben und das ist auch technisch möglich. Das heißt, die können Sie parallel nebeneinander betreiben und da je nach Bedarf dann diese Anwendung entsprechend starten. Okay, dann haben wir, glaube ich, alle Fragen soweit beantwortet. Ja, dann würde ich jetzt noch eine Frage an Sie, ob Sie bei dem heutigen Webinar etwas gelernt haben. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns dafür kurz eine Rückmeldung geben, damit wir immer wissen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind und ja, uns auch bei zukünftigen Themen dann richtig orientieren können. Okay, dann
danke ich Ihnen auch dafür. Dann schauen wir uns noch kurz an, wie die zukünftigen Daten aussehen. In 2 Wochen von heute an, am 30. April, werden wir nochmal das Thema Neues in AutoCAD LT 2016 uns ansehen. Ja, das heißt, es gab einfach eine große Nachfrage, das nochmal zu wiederholen. Und ich habe ja gesagt, alle Änderungen, die in der LT 2016-Version eingeführt worden sind, sind natürlich auch anwendbar auf die AutoCAD-Version. Das heißt, wenn Sie jetzt heute das erste Mal dabei waren und noch mehr wissen wollen, was in AutoCAD sich getan hat, dann sollten Sie sich das auch wirklich ansehen, weil alles, was da drin ist in AutoCAD LT, finden Sie auch in der AutoCAD-Vollversion. Danach dann, eine Woche später, am 7. Mai, finden wir eine Einführung in die COI-Datei, also die Benutzerumgebung, wie kann man da mit umgehen, was passiert da genau. Am 14. Mai haben wir einen Feiertag in großen Teilen von Deutschland und Traumschen dann auch da, wo ich sitze. Das heißt, ja, da findet das Webinar da nicht statt. Und am 21. Mai beschäftigen wir uns dann mit Produktivitätstipps und Tricks. Da hatten wir schon mal einen ersten Teil davon. Das ist dann einfach eine Fortsetzung, wo wir Ihnen weitere kleine Tipps und Tricks zeigen, wie Ihnen einfach das Arbeiten und das Leben mit AutoCAD erleichtern. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ja, es hat Ihnen gefallen, Sie fanden das hilfreich und dann sehen wir uns auch in Zukunft wieder und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Auf Wiedersehen.